Heute möchte ich mit euch auf drei Aktien schauen, nämlich auf Nvidia, auf Tesla und auf Netflix. Zwei dieser drei Aktien möchte ich grundsätzlich mal gerne zum richtigen Preis kaufen. Welche das ist, das zeige ich euch gleich gerne. Die dritte Aktie würde ich weiterhin verkaufen. Und nein, die ihr denkt, die ist es nicht. Also schaut euch das Video an, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Bevor wir gleich am Bildschirm auf die drei Aktien schauen und selbstverständlich auch auf die aktuellen Ereignisse, möchte ich euch auf eine Podcast-Folge hinweisen, die ich heute Morgen hochgeladen habe. Der Titel dieser Podcast-Folge lautet: Diese Gurus vernichten dein Vermögen. Denn meines Erachtens macht es durchaus Sinn, sich hin und wieder Rat zu holen. Es gibt aber eine bestimmte Sorte von Ratgebern, die weigert sich beharrlich, ihren Standpunkt zumindest auch hin und wieder mal zu ändern. Und das ist meines Erachtens dringend notwendig. Das hat nichts damit zu tun, dass man wackelige Knie bekommt und nicht mehr zu dem steht, was gestern noch Wahrheit sein sollte. Das hat damit zu tun, dass sich Umstände ändern. Und wenn ich quer durch alle Marktphasen hindurch einfach behaupte, das wird passieren, dann ist das äußerst gefährlich. Dann geht das in Richtung Promotion und das ist eben etwas anderes als eine seriöse Einschätzung. Also wenn ihr Lust habt, dann hört euch die Folge an. Ja, hier unter diesem Video findet ihr die verschiedenen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast konsumieren könnt. Und jetzt gucken wir bei mir auf den Bildschirm und beginnen mit einem Trauerspiel, nämlich dem Trauerspiel rund um Netflix. So, wir beginnen mal mit Netflix, eine Aktie, die schon vor den zuletzt wirklich grauenhaften Quartalsergebnissen erheblich unter Druck geraten ist. Und ich weiß, keiner mag die Klugscheißer, aber es war absehbar, dass in einer Risk-Off-Phase diese Aktie massiv unter Druck kommen würde aufgrund ihrer Bewertung und aufgrund der Tatsache, dass es für Netflix einfach wahnsinnig teuer ist, Wachstum zu generieren und mindestens ebenso teuer, Content zu kreieren. Es gibt reichlich Wettbewerber und ich weiß nicht, ob es euch nicht auch manchmal geradezu grotesk vorkommt, wie viel Material hier Netflix produziert. Das hat beim letzten Quartal nicht dazu geführt, dass man Abonnenten hinzugewonnen hat. Im Gegenteil. Und es war klar, dass die Börse hier den Wert massiv abstrafen würde. Schon in der Vergangenheit war ich kein Freund von Tesla und selbst 500 Dollar tiefer bin ich nach wie vor kein ganz großer Fan. Die Aktie ist nämlich nur ein klein wenig billiger als vorher. Denn billig, günstig bewertet, das hängt natürlich immer davon ab, wie entwickeln sich denn die Zahlen. Und die Aktie ist unter Druck gekommen, das Wachstum aber auch und dementsprechend auch die Ergebnisse. Von daher ist sie etwas billiger als noch vor einigen Monaten. Aber weil wir uns eben in einem potenziellen Bärenmarkt für Tech-Aktien befinden, kann sowas auch ganz locker in einer Übertreibung zur Unterseite enden. Das ist übrigens nicht neu und ich weiß, ich habe es eben schon gesagt, Klugscheißerei mag keiner. Das habe ich aber auch schon vor einigen Monaten so gesagt, deswegen darf ich es wiederholen. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich mache ein bisschen lauter, damit man es vielleicht auch hört. Das ist also das Video vom 4.11. vergangenen Jahres. Da stand Netflix bei 677 Dollar, also 477 Dollar höher. Aussage: Heißt ja nicht, dass Apple eine schlechte Firma ist, nur deswegen habe ich sie heute mal hier rausgelassen. Netflix ist der einzige Wert, den ich unter diesem Aspekt als riskantere Wachstumsaktie bezeichnen würde. Wo ist der Unterschied zwischen den anderen? Wenn der Markt in eine Risk-Off-Phase kommt, nennt es von mir aus einen kurzen Bärenmarkt oder whatever, dann wird Netflix zusammengefaltet. Genau. Und nun ist Netflix zusammengefaltet worden und ich würde es mal so formulieren, wäre ich in der Aktie, bin ich ja nicht, dann würde ich die nächste Erholung zum Ausstieg nutzen. Disclaimer, das ist nur meine persönliche Meinung. Es gibt sicherlich andere Marktteilnehmer, die zu anderen Erkenntnissen gelangen. Für mich ist Netflix nach wie vor eine Verkaufsposition, weil ich sie fundamental nicht sonderlich interessant finde.
ob wir hier jetzt, ich habe es mal versucht, ein bisschen größer zu machen, ob wir hier jetzt eine technische Gegenreaktion sehen. Es wäre möglich, denn wenn ich jetzt den RSI einblenden würde, ja, dann würde man auch erkennen, dass die Aktie muss ja massiv überverkauft sein für den Moment. Also Short-Positionen finde ich jetzt auch nicht mehr interessant. Aber wenn wir uns mal anschauen, dass der Nasdaq gestern Intraday einen schönen Turnaround hingelegt hat, tja, die Aktie ist dennoch eine gewesen, die im Minus geschlossen hat. Also hier an dieser Marke um 209 Dollar kann es mal eine technische Gegenbewegung geben. Drauf spekulieren würde ich aber ohne eine vorherige Stabilisierung nicht. Kursziel für Netflix nochmal eine Halbierung der Notierung. Ich kann mir unter 100 Dollar vorstellen. Autsch. So, nächster Wert gefällt mir sehr viel besser. Nvidia ist ein Unternehmen, welches ich für aussichtsreich halte auf Sicht von einigen Jahren. Ob kurzfristig hier diese kleine Unterstützung schon ausreicht, um den Abverkauf zu beenden oder nennen wir es mal durchaus eine geordnete Korrektur. Ja, sicherlich wünschen sich das viele Bullen, aber aus meiner Sicht enden Bärenmärkte und im Tech-Sektor haben wir zweifellos einen Bärenmarkt, enden mit einer Übertreibung zur Unterseite. Und wenn wir uns die Bewertung von Nvidia anschauen, nochmal, ist ein gutes Unternehmen und langfristig gut aufgestellt. Aber die Bewertung spricht halt dafür, wir haben hier das PE, also Price Earnings, das ist unser KGV von 35, das zukünftige, also aufgrund Basis der Schätzung, 44 das aktuelle und für mich immer wichtiger ist das EV/EBITDA bei 42. Ja, der Sektor fällt und Nvidia fällt überdurchschnittlich, einfach deshalb auch, weil der Sektor billiger ist und Nvidia ist halt immer noch nicht übertrieben billig. Ein EV/EBITDA von 42 ist selbst bei einem quartalsweisen Wachstum aufs Jahr gerechnet von 20, 25 oder 30% eben immer noch hoch bewertet. Also sie sind jetzt eben nicht grotesk billig und von daher für den langfristigen Investor vielleicht interessant, mal sich eine erste Tranche zu holen. Für den, der hier aktiv auf kurzfristigerer Ebene unterwegs ist. Ich fände es halt spannend, wenn die Aktie in so einen richtigen Ausverkauf übergehen würde. Der markiert dann auch häufig ein belastbares Tief. Deswegen habe ich hier mal bei 152 Dollar um 152 Dollar herum ja, so eine Linie eingezogen. Das wäre aus meiner Sicht, wenn es so einen schnellen Ausverkauf gibt, je schneller der Ausverkauf, umso besser. Das wäre meines Erachtens eine ganz interessante Kaufzone. Bin nicht investiert. Weder bei Netflix, klar, bei Nvidia aktuell auch nicht und auch nicht bei diesem Unternehmen Tesla, welches ein Eigenleben führt. Und es braucht die schwarze Linie nicht, um den Aufwärtstrend zu erkennen. Ja, ihr habt es mitbekommen, Twitter, falls es jetzt immer noch niemand mitbekommen hat, 51,70 war der Schlusskurs, weil es jetzt offensichtlich die Übernahme gibt von Elon Musk, /Tesla zu 54,20. Und er will dann Twitter von der Börse nehmen. Also das nur mal kurz am Rande. Tesla ist eine Aktie, die mit Carbon gefüttert ist. Und das größte Risiko für Tesla, muss man sagen, das zweitgrößte, zeige ich auch gerne mal hier, ist, dass die Aktie zwischen 5 und 10 Mal so hoch bewertet ist wie andere Automobilhersteller. Und ich weiß, noch nicht den Kommentar schreiben. Ja, ich weiß, Tesla ist natürlich auch Technologieaktie, aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es am Ende des Tages darauf ankommt, ob man Geld verdient oder nicht? Ich hoffe, denn das ist das, was die Börse letztlich draus macht. Wenn mich jemand, mea culpa, ich gebe es offen zu, wenn mich jemand gefragt hätte vor einigen Monaten, was meinst du, wo Tesla während eines Bärenmarktes im Tech-Sektor, während einer Risk-Off-Phase, was meinst du, wo die Aktie dann notiert? Dann hätte ich gesagt, viel tiefer, vielleicht bei 600 oder 500 Dollar. Trotz dieser Bewertung ist das nicht der Fall. Ja, und die Aktie hat sich sogar im Prinzip die erste Zone, die sie nutzen musste, um 800 Dollar, um wieder zu steigen, hat sie genutzt. Insofern sprechen wir hier von einer extrem treuen Anlegerschaft. Das liegt sicherlich auch an The Master of the Universe and Stock Promoter Number One himself, Elon Musk,
der ja öffentlich gerade Bill Gates angegangen ist dafür. Er glaubt, dass Bill Gates Tesla-Aktien short verkauft habe, über welches Vehikel auch immer. Und dafür hat er ihn dann zum einen mit seinem ja doch wohlverdienten Rentnerbäuchlein dargestellt. Und er kann nicht verstehen, wieso man ein Unternehmen wie Tesla shorten kann, wenn man doch für erneuerbare Energien ist und so weiter. Ich glaube übrigens, das ist das Einzige, was die wahren Tesla-Jünger so ein bisschen stört. Denn eigentlich sind die sozialen Medien voll mit denen, die uns erzählen, dass regenerative Energien totaler Mist sind und so weiter. Habe ich zumindest auf vielen Kanälen den Eindruck, ach, die grünen Aktivisten und so weiter. Da ist Elon aber ganz vorne weg. Also wenn schon, dann muss man ja alles an ihm mögen. Ja, muss man natürlich in Wahrheit nicht. Also, er hat ganz andere Visionen und jeder, der diese Visionen nicht teilt, der kann sich auf was gefasst machen. Er ist unverwundbar, wie es scheint, sowohl was die Börsenaufsicht angeht. Und irgendwie hat das natürlich auch was Cooles. Gibt ja wenig Leute vielleicht gab es früher so einen Howard Hughes, also die sich einfach getraut haben. So, und gerade auch, weil viele von uns, da zähle ich mich auch dazu, eben nicht so sind, gefällt es uns vielleicht dann eben solche Leute auch zu sehen. Ich möchte es nur an dieser Stelle sagen, das zweitgrößte Risiko für Tesla ist die Bewertung. Und ich glaube, zwei schlechte Quartale, das kann auch Tesla mal passieren, wird man dem Unternehmen dann nicht so schnell verzeihen. Das dürfte für tiefere Kurse sorgen. Das mit Abstand größte Risiko für Tesla ist Elon Musk, wenn er, und wir können ihn vielleicht als etwas wankelmütigen Charakter bezeichnen. Wenn er auf die Idee käme zu sagen, weißt du was, das ist mir alles zu viel. Ich brauche jetzt mal 5 Jahre Auszeit im Yoga-Retreat auf Bali. Bali wird er dann wahrscheinlich einfach vorher kaufen, damit die Meinungsfreiheit auf Bali gesichert ist. Indonesien, ja, naja, we will see. Aber, und dann sagt er, mache ich nicht mit. Dann steht Tesla bei $100. Wenn wir uns halt diese Bewertung anschauen, da muss man ja fairerweise sagen, das Unternehmen ist aktuell das beste Automobilunternehmen der Welt, plus einige interessante Add-ons, keine Frage. Aber dieser Aufschlag, dieses massive Premium gegenüber allen anderen auch nur irgendwie vergleichbaren Unternehmen, das ist das Musk-Premium. Und das darf nicht rausgerechnet werden. Das ist also das größte Risiko. Dazu muss er, wird hoffentlich auch nicht, ihm irgendwas passieren. Darum geht es nicht. Aber wenn aus irgendwelchen Gründen er nicht mehr den Einfluss hätte bei Tesla, weil er keine Lust mehr hat oder sonst irgendwas, oder weil er sagt, weißt du was, ich mache mich jetzt doch auf den Weg zum Mars, einfach weil ich Bock drauf habe, dann kostet Tesla wahrscheinlich am nächsten Tag 50% oder 70% weniger. Es braucht Musk, um Tesla am Leben im wahrsten Sinne des Wortes zu erhalten, zumindest mal auf diesem Kursniveau. Ansonsten kann ich hier, selbst wenn ich mir Mühe geben würde, ich kann hier nichts Negatives reininterpretieren. Und die Zone hier unten, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich sage es jetzt doch einmal, weil ich habe es noch nie geschafft, bei Tesla richtig reinzukommen. Ja, ist so. Die Zone hier unten wäre meine potenzielle Kaufzone. Ich sage ja, ich wollte eigentlich nichts sagen. Da würde ich kaufen. Das wäre für mich, die Bewertung ist dann immer noch relativ hoch. Aber das fände ich interessant. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja mal einen Crash und ich kriege Tesla zu unter $500. Wahrscheinlich aber nicht. Soweit zu Netflix, Nvidia und Tesla. So, das war's für heute. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. I really appreciate it. Und bin gespannt, was ihr zu diesen drei Aktien zu sagen habt. Insbesondere natürlich zu Tesla. Feuerfrei. Schönen Abend.